die größte Müllhalde Afrikas. Agbogbloshie, mitten in Accra, der Hauptstadt Ghanas. Einer der giftigsten Orte der Welt. Der Boden, metertief verseucht mit krebserregenden Schwermetallen wie Blei, Cadmium und Quecksilber. Über das Wasser gelangen die Gifte bis in die Wohnviertel direkt neben der Müllhalde. 5000 Arbeiter zerlegen hier jeden Tag Elektroschrott. Rohstoffe für den Export nach China. Jeden Tag atmen sie den dioxinhaltigen Rauch ein. Mittendrin Kinder und Jugendliche. Und alte Elektrogeräte aus Deutschland. Unser Müll. Von bayerischen Flohmärkten, bayerischen Wertstoffhöfen. Umschlagplätze für den illegalen Exportmüll. Unser Schrott für Afrika. Wie kommt er hierher? Und wer profitiert davon? Unterwegs auf der Müllkippe in Ghana. Sozialarbeiter Paul Seme will die Straßenkinder hier rausholen. Sie sollen wieder zur Schule gehen. Isaac ist 15. Er sammelt mit einem Magneten kleine Metallteile vom Boden auf. In die Schule geht er nicht. Er ist mit seinem Bruder aus dem Norden nach Accra gekommen. Er dachte, hier sei alles besser. Er will hier Geld verdienen, um seine Familie zu Hause zu unterstützen. Wie viel Metall musst du am Tag sammeln? 5 Kilo. Dafür bekommt er 2 bis 3 Euro. Der Sack wiegt 10 Kilo, aber Isaac muss den Inhalt noch sieden. Wie viel Metall bleibt davon übrig? Fünf Kilo. 2 Euro bekommt er dafür. Das Geld schickt er zu seiner Familie, arme Bauern im Norden des Landes. Er sagt, dass er Angst hat vor dem Rauch und dem Staub. Er weiß, dass man davon krank werden kann. Wenn er zu viel Rauch in die Lunge bekommt, fängt sein Herz wie wild an zu schlagen. Pauls Organisation könnte Isaac ein Schulstipendium vermitteln. Aber er will weiter auf der Müllkippe arbeiten. Deutschland, das Helmholtz-Zentrum im Norden von München. Wir zeigen dem Toxikologen Martin Göttlicher, wie Kinder und Jugendliche auf der Müllhalde arbeiten. Ständig sind sie hochgiftigen Stoffen ausgesetzt. Cadmium und Blei sind Metalle, die ähnlich wie Calcium in den Körper aufgenommen werden und ähnlich wie Calcium auch in Knochen eingebaut werden. Und wenn jetzt ein Kind wächst und mehr Calcium braucht, dann nimmt es mehr auf. Und mit dem Calcium, was es aufnehmen will, nimmt es dann auch das Cadmium und das Blei auf. Und Cadmium und Blei haben im Körper lange Halbwertszeiten. Da reden wir nicht über Tage, sondern über Jahre und Jahrzehnte. Und das, was dann ein wachsender Organismus aufnimmt, damit schlägt er sich dann im Prinzip ein Leben lang rum. Der Elektromüll macht die Kinder nicht sofort krank. Krebs oder Immunerkrankungen treten erst Jahre später auf. Weiter unterwegs mit Sozialarbeiter Paul Seme. Die beiden Jungen da hinten kennt er schon. Hab ich euch gefunden? Hier steckt ihr also, ne? Hey. Das ist Kofi. Seit einem Jahr war er nicht mehr in der Schule. Paul will ihm klarmachen, dass das hier nicht seine Zukunft sein kann. Dieser 8-Jährige kann gerettet werden. Er ist richtig clever und verschwendet sein Leben hier auf der Straße. Das ist doch absurd. Aber Kofi will nicht zurecht. Jedenfalls muss er jetzt erst mal weiter sein Geld für heute verdienen. Der 8-Jährige verbringt den ganzen Tag auf der Müllkippe. Von 6 Uhr morgens bis zur Dämmerung. Pausen macht er wenige. Der Junge ist sich selbst überlassen. Seine Mutter verkauft Nüsse auf dem Markt in der Stadt. Der Sozialarbeiter will später auf jeden Fall noch mal mit ihm reden.
In der Nähe entdecken wir das. Eine ganze LKW-Ladung Kopierer, offenbar gerade erst angekommen. Wenn wir Dinge importieren, kommen die in Plastik verpackt an, wie die hier. Diese Sachen wurden in Ghana nie benutzt, sondern direkt hierher gebracht. Elektroschrott. Woher er kommt, sehen wir sofort. GS, das deutsche Siegel für geprüfte Sicherheit. Geräte aus Deutschland. Kaputte Elektrogeräte dürfen eigentlich nicht nach Afrika exportiert werden. Trotzdem finden wir Massen davon. Wer importiert sie und warum? Wir machen uns auf Spurensuche. Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz. Ein Wertstoffhof. Hier sollen unsere alten Geräte landen. Das Problem, regelmäßig wird eingebrochen. Das haben uns die Mitarbeiter schon am Telefon erzählt. Wir sind verabredet mit Manfred Kahlmann, kurz bevor der Wertstoffhof öffnet. Er schließt jeden Abend die Container auf dem Hof ab. Wenn jetzt am Morgen einer geöffnet ist, heißt das, die Einbrecher haben nachts wieder zugeschlagen. Davon schaue ich halt schon immer, ob hier irgendwas offen ist oder ein Zaundefekt ist. Hier zum Beispiel kann man es wieder ganz deutlich sehen, dass da nachts welche hier herin waren. Tatsächlich, es wurde eingebrochen. Das heißt, da waren nachts welche über den Zaun wieder drüber und haben dann wieder rausgeduscht. Ist in der Woche zweimal. Für ihn ist der Einbruch schon nichts Besonderes mehr. Man sieht ja auch, wir lassen die Leute eigentlich immer alles nach oben schmeißen, wegen Platzmangel, dass wir halt mehr Platz haben. Es ist alles runtergeräumt. Es waren definitiv heute Nacht wieder welche da. Die Diebe hatten es auf den Elektroschrott abgesehen, wie fast immer. In allen bayerischen Regierungsbezirken hören wir von diesem Problem. Die holen ja auch dann wirklich nur die Wertsachen irgendwie raus. Die wissen schon, wo mehr Platin und so Zeug drin ist. Und da redet man hier jetzt nicht einmal 400 Euro oder was, sondern hier geht es in die Tausende. Und das über das Jahr gesehen ist natürlich schon ein großer Verlust. Der geklaute Elektroschrott wird sicher nicht mehr fachgerecht recycelt. Auf diesem Hof klettern die Diebe über den Zaun oder schneiden ihn durch. Auf jedem Wirtschaftshof gibt es Möglichkeiten, wo man reinsteigen kann. Das ist wie in ein Haus. Überall, es ist immer irgendwo eine Schwachstelle. Und es ist auch hier so. Das zeigen auch diese Aufnahmen einer Überwachungskamera. Die Beute, ein Bügeleisen und anderer Schrott. Trotz Videoüberwachung werden die Diebe selten gefasst. Wer den Container in der vergangenen Nacht geöffnet hat, konnten die Mitarbeiter hier nicht herausfinden. Nicht nur auf Wertstoffhöfen sind alte Elektrogeräte zu finden. Unterwegs zu einem der größten Flohmärkte Bayerns im Osten von München. Überall Verkaufsstände mit alten Elektrogeräten. Sind diese Geräte wirklich nur für den Privatgebrauch gedacht? Oder doch für den Export? Nachfrage bei den Käufern. Besser bei okay. Nix. Nicht? Nein. Nein, ich will nicht. Nein, ich habe keine Zeit dafür. Sie wollen nicht mit uns reden. So kommen wir nicht weiter. Deshalb versuchen wir es auf einem anderen Weg. Wir besorgen uns alte Fernseher und Kühlschränke. Um herauszufinden, wohin die Geräte kommen, bauen wir GPS-Sender ein. Dann schalten wir Anzeigen bei verschiedenen Online-Portalen. Wer wird sich darauf melden? Der Export kaputter Geräte ist illegal. Um sicherzugehen, dass sich wirklich Schrotthändler auf die Anzeigen melden, sorgen wir dafür, dass die Geräte klar erkennbar defekt sind. Wir warten auf den ersten Interessenten. Zurück in Ghana. Wir suchen nach den Importeuren der Elektrogeräte. Fernseher aus Deutschland sind beliebt. Ein deutscher Fernseher. Die sind aus Deutschland.
Und die hier hinten sind kaputt. Und wenn ihr sie nicht reparieren könnt? Dann kommen sie auf den Schrott. Wir kaufen die Fernseher ungeprüft, aber die Deutschen benutzen ihre Fernseher nicht so viel. Das ist gute Qualität. Viele kommen und sagen, ich will einen deutschen Fernseher. Deshalb haben wir gerade keine mehr auf Lager. Auch dieser Shop hat viele Fernseher aus Deutschland gelagert. Und der Verkäufer gibt uns einen Tipp. Er kennt einen Großhändler. Er hat heute Morgen einen Container hergebracht. Wir fahren hin. Es ist am anderen Ende der Stadt. Eine Lieferung aus Deutschland, auch viele defekte Geräte. Wie viel ist so ein kaputter Fernseher wert? Dafür bekomme ich noch 50 CDs. Umgerechnet 15 Euro. Auch das Geschäft mit defekten Geräten ist hier lukrativ. Dann haben wir Glück. Der Importeur aus Deutschland ist noch da. Anonym ist er bereit, mit uns zu sprechen. Ich sammle das vom Flohmarkt und dort mache das von den alten Leuten. Also auf Flohmärkten und bei Haushaltsauflösungen. Und wie viel davon funktioniert noch? Ja, das 50-50. 50% heil, 50% heil ist. Aber manche das, die kann das ganz schnell reparieren. Und der Rest, die schmeißen in den Müll. Und dieser Müllberg wächst immer weiter. Hier auf dem Schrottplatz hat er das Sagen. Abdullahi Rahman ist der Chef der Schrotthändlervereinigung. Dass hier so viele Kinder arbeiten, darin sieht er kein Problem. Im Gegenteil. Wir wissen ja nicht, wo die Kinder herkommen. Sie haben ja sonst nichts. Sie müssen hier arbeiten, um was zu essen zu haben. Da können wir sie doch nicht wegschicken. Jeder kann hier arbeiten. Alle 6 Monate kommt ein Arzt von einer NGO. Sie untersuchen uns, machen sogar Bluttests. Aber wir haben hier keine Probleme. Sie haben hier wirklich keine Probleme? Nein, es gibt hier keinerlei Probleme. Der 8-jährige Kofi. Sozialarbeiter Paul versucht es jetzt noch mal bei ihm. Vielleicht will der Junge doch noch in die Schule. Tatsächlich, Kofi will wieder in die Schule. Dazu muss Paul jetzt mit Kofis Mutter sprechen. Erst wenn sie ihre Erlaubnis gibt, kann der Junge wieder eingeschult werden. Ob sie das tut? Schließlich bringt Kofi regelmäßig Geld nach Hause. Die Chance, dass die Mutter mitmacht, ist 50-50. Entweder sie denkt, dass ich ihrem Kind tatsächlich helfe, oder sie fühlt sich in ihrer Ehre gekränkt. Schauen wir mal, was passiert. Fingers crossed. I go and I see what happens. Kofis Zuhause, ein Slum direkt neben der Müllkippe. Was wird seine Mutter sagen? München. Die GPS-Sender sind einsatzbereit. Auf unsere Anzeigen haben sich tatsächlich auch Afrikaner gemeldet. Heute kommt der erste Interessent. Wir wissen aber nicht, ob der noch funktioniert. Das ist egal. Der ist für den Export. Doch auf welchem Weg gelangt unser Kühlschrank nach Afrika? Wir warten auf die ersten Signale des GPS-Senders. Inzwischen hat sich unsere Recherche herumgesprochen. Wir sind auf dem Weg zu einem Nigerianer, Adam. Er hat sich bei uns gemeldet. Angeblich exportiert er regelmäßig Elektrogeräte. Wir treffen ihn in Landshut. Was ich mache, ist gefährlich. Weil so viele Leute machen das von Afrika. Und wenn die Leute mich sehen, dass ich mag sowas, sagen sowas, ja, dann bekomme ich Ärger. Ja? Ja. Heute will er Elektrogeräte auf Wertstoffhöfen sammeln. Okay. Das ist ein bisschen schwer jetzt. Früher war egal, aber jetzt ist alles zugesperrt. Und hoffentlich. Das klappt heute, dass wir bekommen was heute. Grundsätzlich gilt auf den Wertstoffhöfen, was einmal im Container ist, darf nicht mehr herausgenommen werden. Mit der Verordnung nehmen sie es hier nicht so genau. Adam kann sich offen bedienen.
Also war nicht so viel. War nur ein paar Stück, eine Bugeleisen. Die war die, hat die Kabo dabei. Und es ist diese Platte. Das ist Keramik. Okay. Die schickt er seinem Bruder in Nigeria. Der verdient sich mit dem Weiterverkauf etwas dazu. In Nigeria, wie viel ist sowas in Nigeria wert? Zum Beispiel die Kochplatte wurde 2000 nigerianische Geld. Das ist ungefähr 10 Euro. Und es lohnt sich trotzdem, das dorthin zu bringen? Ja. Das freut die Leute da, weil die Leute ist glücklich, zu was haben, Qualität haben. Und die andere Seite, so viele Millionen Menschen auch verdienen von dieser Sache. Viele verdienen daran. Wie weit das geht, werden wir noch erleben. Zurück in Ghana, der Hafen von Tema. Filmaufnahmen sind hier verboten. Ein investigativer Journalist aus Ghana will uns zeigen, wo die Container mit Elektroschrott ankommen. Justice Annan hat schon einige Korruptionsskandale in Ghana aufgedeckt. Der Hafen ist eine zentrale Schwachstelle. Die Korruption ist dort so massiv, das ist beispiellos. Das hängt mit den Steuern zusammen, die der Staat bei jeder Ladung verdient. Die Beamten dort, sogar die Sicherheitsleute, lassen sich bestechen. Und das seit Jahren. Und das erleben wir gleich selbst. Am Eingang verweigert uns ein Zollbeamter die Durchfahrt. Unser Kontaktmann redet auf ihn ein. Er sagt, er will 10 Euro haben, wenn ihr weiterfahren wollt. Schon der Erste, auf den wir am Hafen treffen, lässt sich schmieren. Korruption ist allgegenwärtig. Im Verladeterminal ist gerade ein Container aus Deutschland angekommen. Mit alten Fernsehern. Händler berichten, dass oft ein Drittel der Geräte kaputt ist. Obwohl die Einfuhr von Schrott auch nach ghanaischen Gesetzen verboten ist. Kontrollen sehen wir keine. Auf dem Weg zu Kofis Mutter. Der Sozialarbeiter will sie überzeugen, dass der Junge wieder in die Schule gehen soll. Fehlanzeige. Kofis Mutter ist nicht da. Paul hinterlässt der Nachbarin seine Nummer. Die Mutter soll sich bei ihm melden oder direkt in seinem Büro vorbeikommen. Am nächsten Tag. Als wir in Pauls Büro ankommen, ist die Mutter von Kofi da. Ihr Bruder ist mit dabei. Der Vater von Kofi hat die Familie vor Jahren verlassen. Kofis Geld von der Schrotthalde hilft der Familie beim Überleben. Wird die Mutter trotzdem einem Schulbesuch zustimmen? Jetzt wird sie mit den Mitarbeitern der Stiftung reden. Kofi muss draußen warten. Das Gespräch dauert eine halbe Stunde. Sie arbeitet jeden Tag auf dem Markt und sie macht sich die ganze Zeit Sorgen um Kofi. Sie muss 3 Kinder durchbringen, aber sie verdient nicht genug. Die Mitarbeiterin erklärt, dass die Stiftung zumindest für das Schulgeld aufkäme. Trotzdem würde das Geld fehlen, das Kofi auf der Müllhalde verdient. Sie sagt, sie wäre sehr froh, wenn Kofi nicht mehr auf der Straße Metall sammeln würde. Denn das bringt viele Probleme mit sich. Kofi hat eine Schnittwunde an seiner Hand. Die hat er von einem Unfall auf dem Schrottplatz. Sie hat immer noch Schulden wegen der Behandlung. Die Familie ist einverstanden. Kofi soll zur Schule gehen. Vorher muss er aber zum Arzt. Hier hatte er sich an einem Blech geschnitten. Und er fühlt sich oft schlapp und müde. Viele Kinder auf Agbogloshie bekommen auf der Müllhalde Malaria oder Cholera.
im Korlebu Teaching Hospital in Accra. Kofis Narbe ist schlecht verheilt. Wird er damit schreiben können? Das ist kein Problem. Der Junge hat Kraft. Er hat sich nicht an der Sehne verletzt. Jetzt überprüft sie Kofis Lunge. Der giftige Rauch in Agbo Bloshi führt oft zu Asthma oder chronischem Husten. Sie hört sich frei an. Er hat Glück. Wenn er Asthma hätte, würde es anders klingen. Aber er scheint nicht anfällig für Asthma. Kofi ist gesund. Jetzt muss er nur noch an einer Schule angenommen werden. So, thank you very much. All right. Enjoy your day. Welcome. Deutschland. Adam auf dem Weg zum nächsten Wertstoffhof. Auch dort dürfen alte Geräte nicht herausgegeben und schon gar nicht verkauft werden. Eigentlich. Aber dort, wo wir gehen jetzt, muss, also wenn ich nehme Kühlschrank oder Gefrierruhe, muss ich dann mal was sagen. Ja, Getränkegeld, sag mal so. Und hast du vor, was zu nehmen heute? Wie? Willst du heute was nehmen? Heute? Ja, wenn das geht, aber wenn die Leute sehen, Kamera, ist immer andere Sache. 10 Euro für einen Kühlschrank? Wenn wirklich stimmt, was Adam sagt, dann machen sich die Mitarbeiter des Wertstoffhofs gleich strafbar. Wir filmen mit versteckter Kamera. Wie viel kostet der Kühlschrank? 5 Euro, weil du es bist. Ein paar Kilometer weiter zeigt Adam uns seine Beute. Das ist der Kühlschrank. In Afrika kann ich ausgeben 30 Euro. Und wir konfrontieren das Landratsamt in Landshut mit diesem Vorgang. Gernot Geißler ist für die Wertstoffhöfe zuständig. Unser Videomaterial beweist, seine Mitarbeiter haben Elektroschrott verkauft. Ja. Das trifft mich jetzt schon, diese Szene, die ich jetzt gerade gesehen habe. Weil wir seit Jahren schon den Platzwarten in regelmäßigen Zusammenkünften und auch bei Dienstanweisungen ganz klar verdeutlichen, dass alles, was zu den Sammelstellen reinkommt, auf den Sammelstellen bleibt. Für den Landkreis bedeutet der Diebstahl zum einen einen finanziellen Verlust. Ich sehe jetzt nicht nur den materiellen Schaden da, sondern auch ein sehr starkes Beschädigung unseres Ansehens. Denn der Bürger möchte ja uns die Geräte übergeben in der Gewissheit, dass sie fachgerecht verwertet und entsorgt werden. Und das wird in diesem Zusammenhang, wie ich es jetzt gerade gesehen habe, natürlich konterkariert und ist natürlich dann nicht möglich. Wann können die Konsequenzen gehen? Also die Konsequenzen können bis zu einer fristlosen Kündigung gehen. Woher er seine Elektrogeräte bekommt, ist Adam egal. Heute ist er auf dem Flohmarkt unterwegs. Dieser Laptop hat es ihm angetan. 60 Euro ist ein super Preis. Nein, weil ich glaube, der ist nicht geladen. Die Batterie ist kaputt. Die Batterie ist nicht kaputt. 60 Euro für einen Laptop, der vielleicht defekt ist. Ich muss meinen Chef an und fragen. Dein Chef? Warum fragst du deinen Chef? Weil ich in Afrika, ich muss das kaufen. Ah, schickst du in Afrika? Ja. Ja? Ja. Rede mal mit ihm. Der Chef, das ist sein Bruder in Nigeria, der die Sachen dort verkauft. She's okay. I give it for 40 bucks. Okay? Yes. Aber funktioniert der Laptop? Test gleich hier auf dem Flohmarkt. Sieht aber nicht gut aus. Nein, was stimmt was nicht. Willst du ihn jetzt zurückbringen? Warum soll ich zurückbringen? Ist schon, also wenigstens funktioniert. Der Akku kann vielleicht Batterien wechseln. Aber kostet wieder was. Okay. Der Laptop ist also eigentlich Schrott. Trotzdem will Adam ihn nach Afrika schicken.
Der Transport nach Afrika wird von Speditionen organisiert. Zu denen will uns Adam nicht mitnehmen, aber vielleicht hilft der GPS-Tracker weiter. Wo ist unser Kühlschrank gelandet? Der GPS-Tracker hat sich gemeldet. Wir geben die Koordinaten ein. Eine Adresse in einem Industriegebiet im Münchner Norden. Dann, auf dem Satellitenbild, ein Parkplatz mit vielen LKWs. Möglicherweise eine Spedition, aber auch für den Export? Hier muss es sein. Und wir erkennen die LKWs im Hinterhof wieder. Tatsächlich. Eine Exportfirma. Wir wollen den Chef sprechen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir haben eine Frage. Und zwar machen wir gerade einen Film über Exportbusiness. Mhm. Unter anderem haben wir Afrikaner begleitet, die Elektrogeräte nach Ghana oder Nigeria exportieren. Aber sowas machen wir gar nicht mehr. Nee? Nein. Haben Sie auch gar nichts hier gelagert? Nein, oder? Dürfen wir auch nicht mehr. Ist nicht mehr erlaubt. Okay. Haben wir früher gemacht, aber das ist vor, liegt Jahre zurück. Aber könnte schon sein, dass jetzt in einem der Fahrzeuge, die hier rumstehen, was drin ist? Da müsste man mal aufmachen und kontrollieren, aber das machen wir nicht. Wir machen das nicht. Das macht der Zoll manchmal. Manchmal macht der Zoll das. Also manche Welt Afrika hört hier. Hier? Das geht los. Monrovia, Freetown, Conakry, ja. Banjul, Gambia, Dakar, Senegal. Und nicht zu vergessen Lagos, Nigeria. Das sind so die Haupthäfen. Können wir mal rausschauen, noch mal auf den Hof? Ja, bitte schön. Ja? Super, ja. Danke. Dann okay. Schauen wir noch mal kurz alles klar, mal raus. Unser GPS-Sender ist nur auf 500 Meter genau. Ist unser Kühlschrank wirklich hier? Viele Autos sind voll beladen mit Elektrogeräten. Hier, ein Kühlschrank. Aber nicht unserer. Und dann doch. Unser Kühlschrank. Und hier haben wir den Tracker dran gebaut. Unser defekter Kühlschrank auf dem Hof einer Spedition, die nach Afrika exportiert. Ja? Was sagt der Chef dazu? Wir geben uns unwissend. Da standen jetzt ein paar Geräte noch so rum, die werden dann noch verpackt, oder? Ja, aber ich nehme die eigentlich gar nicht mehr an. Das ist alles noch von früher. Ja, okay. Unser Kühlschrank steht erst seit höchstens 24 Stunden hier. Wir wollen nicht riskieren, dass der Sender auffliegt. Deshalb sprechen wir den Besitzer der Spedition nicht darauf an. Leider verlieren wir wenige Tage später das Signal des GPS-Senders. Zurück in Ghana. Kofi ist gesund. Jetzt will ein Mitarbeiter der Stiftung mit ihm eine Schule suchen. Das Schuljahr läuft bereits. Es könnte sein, dass Kofi keinen Platz mehr bekommt. Die Schulleiterin ist skeptisch, weil Kofi ein Jahr lang nicht mehr in der Schule war. Dann lässt sie sich umstimmen. Kofi wird wieder zur Schule gehen. Die anderen Kinder auf der Müllhalde nicht. Denn das Geschäft mit dem Elektroschrott geht weiter, auch wenn in Deutschland gerade die Exportbestimmungen verschärft wurden. Der weltweite Hunger nach immer neuen Geräten bleibt. Und damit auch die Müllberge von Agbo Bloschi.